Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir haben in der letzten Episode eine Kuppel gebaut. Ich lade gerade den Spielstand neu, habe einige Kommentare zur letzten Episode nochmal gelesen, um da wirklich alles im Gedächtnis zu haben. Vielen Dank für eure Kommentare. Viel hilfreiches Zeug dabei und einige Aufklärungen. Ich werde mal sehen, was wir davon in der Episode schon alles umsetzen können. Okay, das erste und wichtigste. Ich habe jetzt einen Screenshot-Beweis dafür, dass ich ein Dussel bin, denn das mit den Rampen und den Stromleitungen, das funktioniert. Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das hinkriege. Also, lass uns nochmal nach der Rampe gucken. Wir könnten das vielleicht kleiner machen. Kleiner ist die andere Richtung, aber so wie es aussieht. So wie es aussieht, habe ich da erstmal keine große Chance mehr. Dann ist die Frage, wo habe ich vielleicht schon sowas wie eine Rampe gebaut? Komm, hör auf zu zicken, dreh dich. Das sieht alles nicht sonderlich rampig aus. Das sieht eher wie ein Hügel aus. Aber es sieht auch nicht so straff aus, dass ich sage, oh, da kann ich niemals eine Leitung runterlegen. Also gut, probieren wir mal was, wenn ich das mit der Kamera wieder hinkriege. So, wir versuchen einfach mal ein Stromkabel zu legen. Von hier wäre toll. Haha! Moment. Das Lager hier ist das Einzige, was mich gerade daran hindert, hier runterzubauen? Kann doch gar nicht sein. Ja, sobald ich versuche, nur bis hier zu bauen, modzt er wieder. Kann das sein, dass es einen gewissen Winkel braucht? Und der einfach nur mistig ist? Okay, passt mal auf. Dann kann ich vielleicht... Meine Idee wäre gewesen, wenn wir hier einfach nur einen gewissen Winkel brauchen oder eine Länge. Weil das Kabel vielleicht nicht so steil gelegt werden will. Ich meine, Biegeradien sind ja ein Ding in der echten Welt. Okay, alternativ, wir könnten vielleicht probieren, hieraus eine Rampe zu machen. Die ist etwas länger als das, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht geht's. Unzulässige Platzierung. Okay, Großprojekt Rampe. Ich will das jetzt wirklich wissen. Das heißt, wir entfernen auch noch diese ganzen Felsbrocken hier. Ich meine, Gesteinsabfälle können wir immer brauchen. Den Drohnenhub haben wir hier in der Nähe. Der sollte dafür sorgen, dass hier die Arbeit rund läuft. Und wenn wir hier eine Rampe haben, können wir hier die Kabel rauf und runter legen. Dann machen wir hier unten unser Energienetz draus. Das wir noch deutlich ausbauen müssen, wenn wir Produktionsgebäude haben wollen. Das ist heute das nächste große Thema auf der Agenda. Wir haben heute drei große Ziele. Eigentlich erzähle ich das immer direkt am Anfang. Die Rakete soll fertig werden, damit wir endlich mit anderen Kolonien handeln können. Das wäre super. Denn auch dazu gab es einen Kommentar, der mir das ein bisschen erklärt hat. Da schauen wir dann mal, dass wir noch Gesteinsabfälle kriegen. Rakete fertig machen. Dann will ich das mit der Rampe hinkriegen. Da bin ich ja schon ein bisschen dran. Und ich will die Energieversorgung ein bisschen auf Vordermann bringen, damit wir die neue Kuppel online kriegen und auch ein paar Gebäude da rein machen können.
Wir haben also eine Menge zu tun. Legen wir also gleich mal los. Und bevor ich jetzt das Spiel hier aus der Pause rausnehme, will ich wissen, was, wo, wie. Okay. Gehen wir aus der Pause raus. Hier drüben wird fleißig abgebaut. Die Kuppel hat keine Lebenserhaltung, aber das ist erstmal noch völlig okay. Ich will mit der Kuppel ohnehin erstmal nicht ans Netz. Das würde alles andere ein bisschen reduzieren. Bevor ich das anschließe, will ich ein paar andere Sachen geregelt haben. Zum Beispiel das mit der Rampe und dass wir die Netze mal richtig zusammenlegen. Wir haben hier unten eine Menge Stromproduktion, die quasi ungenutzt wird, ungenutzt ist. Und hier oben, unser Energiezentrum ist ein bisschen schwachbrüstig, würde ich sagen. Außerdem auch nicht so ganz clever platziert neben dem Betonextraktor. Der macht ja auch Staub und Zeug. Ich meine, okay, inzwischen sind die Solarkollektoren selbstreinigend, aber unsere Batterien eben nicht. Und die brauchen Polymer zur Wartung. Das ist nicht ganz günstig. Ja, das gibt eine Handvoll Gesteinsabfälle. Also, lang nicht so viel, wie ich erwarten würde von so einem Riesengebiet, aber erstmal ganz okay. In der Theorie ist das hier im Einflussbereich von dem Drohnenhub. Theoretisch müssten die das alles richtig einsortieren. Also hier ins Lager. Vom Lager kommt es dann hierher und das sort wieder fleißig. Maschinenteile könnten wir demnächst wieder brauchen. Hier ist das ganze Material drin. Das ist super. Unsere Drohnen sind regelrechte Hochstapler. Ist ja der Hammer. Nicht funktioniert. Sicherheitsstation. Weil nicht genug Arbeiter. Alles klar. Warum ist denn Botaniker drin? Na also, drei Leute im Diner. Auch nicht schlecht. In der Weltraumbar auch drei Leute. Wir brauchen noch Personal. Wie sieht's aus? Wir haben zwei freie Wohnplätze. Das heißt, wir müssen unsere Wohnkuppeln ein bisschen erweitern. Bedeutet, wir brauchen demnächst noch eine Wohnkuppel, ganz einfach. Ich bin sogar ernsthaft am Überlegen, die Kuppel ein bisschen umzubauen. Das ist jetzt mal nur so eine Idee von mir, so eine kleine Spinnerei, damit wir ein bisschen Zeit totschlagen. Nehmen wir mal an, wir nehmen hier die ganzen... Na toll, genau das habe ich gesucht. Oder gebraucht. Ja, nehmen wir mal an, wir nehmen hier sämtliche Wohngebäude raus. Keine Sorge, ich habe nicht vor, die Leute unter der Brücke schlafen zu lassen. Wir machen eine neue Kuppel auf, oder hier drüben im Wohnbereich, wo die ganzen Kolonisten leben. Da machen wir es auch richtig schön, mit Park, mit Grünzeug, mit Krankenhaus und, ach gut, wir haben ein Krankenhaus hier drüben, aber mit allem Möglichen, was die eben so brauchen. Meinetwegen auch Kinderspielplatz und lauter so ein Zeug. Sehen wir dann. Schöne Wohnkuppel. Dann haben wir hier natürlich eine ganze Menge Platz und dann könnten wir hier quasi unser Vergnügungsviertel reinmachen. Das Vergnügungsviertel hätte dann eben auch die Polizeistation. Ich denke, oder die Sicherheitsstation, die würden wir dann auch hier rüberstellen. Das wäre, denke ich, geschickter. Dann machen wir hier rein Landwirtschaft. Ich meine, diese drei Türme hier sind zwar ganz nett, aber wenn die Kolonie wächst, wird das irgendwann nicht reichen. Dann brauchen wir Farmen. Und die Farmen brauchen relativ viel Platz. Jedenfalls so lange, bis wir die außerhalb der Kuppeln bauen können. Da brauchen die immer noch viel Platz, aber dann ist es mir egal, weil dann ist der Platz nicht in der Kuppel. Also hier Vergnügungskuppel, landwirtschaftliche Kuppel
und zwei Produktionskuppeln, das muss reichen. Dann brauchen wir drüben noch eine schöne große Wohnkuppel. Da könnten wir entweder schauen, dass wir vielleicht eine große Rundkuppel bauen, also so groß wie wir können. Eine autarke Kuppel erscheint genauso groß zu sein wie eine Standardkuppel. Aber da kriegst du eine ganze Menge Leute unter. Und die autarke Kuppel ist die gleiche Größe, kommt nur noch mit einem ganzen Haufen Anhang. Und ganz im Ernst, den Anhang kann ich auch selber bauen. Hä? So, das hatten wir schon. Sektor gescannt. Dass da nichts ist, ist klar. 8, 9. Hüpfen wir einfach so im Zickzack da hoch. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben sehr wenig Anomalien zu erforschen in dem Durchgang. Na gut. Alternativ zu der Rundkuppel könnten wir auch diese Zylinderkuppel nehmen. Die hat aber effektiv die gleiche Menge Platz, glaube ich. Das hier hat 6 Käseecken und das hier 3 pro Seite. Aber ich glaube, die Zylinderkuppel hat hat keinen Platz für eine Spitze, also kein zentrales Gebäude. Dieses hier hat ein zentrales Gebäude und effektiv die gleiche Menge Platz. Oh, nee, Moment. Die hier bietet mehr Platz. Die hat 8 Ecken plus nochmal 2 kleine Ecken in der Mitte. Die bietet viel mehr Platz für Leute, hat aber eben kein Spitzengebäude. Aber wenn wir mal gucken, ich glaube, so viele Spitzengebäude haben wir noch gar nicht. Kuppelspitzen. Resources are low. Sanatorium oder Wasserrückgewinnung? Okay, so ein Sanatorium wäre natürlich schon eine feine Sache, glaube ich. Wo haben wir es? Hier, Verhaltensformung. Das haben wir sogar schon angetriggert. Relativ teuer. Das behandelte Kolonisten, um Schwächen zu beseitigen. Also da können wir dann Alkoholmissbrauch bekämpfen. Da können wir Drogenmissbrauch bekämpfen. Da können wir quasi die Leute so basteln, wie wir sie wollen. So verstehe ich das. Also nicht so, wie ich sie will, aber so, wie das Spiel eben oder der Arzt eben sagt, so sollen die sein. Wäre natürlich klasse, wenn ich dann bei einem Bewohner klicken könnte, nur das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich. Und da könnte man ganz fiese Psychopathen basteln. Mehr Platz gegen eine Spitze. Da ich das in der Episode noch nicht bauen werde und zurzeit ein bisschen faul bin und die Episoden immer nur einzeln aufnehme, habt ihr die Chance, direkt Einfluss drauf zu nehmen? Sollen wir eine Zylinderkuppel bauen, weil die mehr Platz bietet? Oder eine Rundkuppel, weil die noch eine Spitze in der Mitte hat? Mir persönlich wäre es eigentlich recht, wenn wir eine größere Rundkuppel bauen könnten. Eine mittlere zum Beispiel. Hätten wir Indien gespielt, könnten wir die von Anfang an bauen. Die bietet ähnlich viel Platz wie eine Zylinderkuppel und eine Spitze. Aber vom Platz Platzangebot in der Zylinderkuppel ist die schon wirklich richtig gut. Kann man eigentlich nicht motzen. So, lange habe ich gelabert, jetzt scheint der Hügel hier soweit zu sein. Schauen wir mal, ob wir jetzt was mit einer Rampe machen können. So, das ist jetzt sehr großzügig und eine gleichmäßige Rampe, würde ich sagen. Besser kriege ich es einfach nicht. Jetzt lassen wir die Drohnen ein bisschen basteln und wenn alles klappt, haben wir hier einen richtig schönen
Aufstieg und können hier unten dann das Stromnetz verbinden. Das wäre fantastisch. Dann könnten wir sogar den Tunnel abreißen, kriegen da wieder Ressourcen zurück. Auch das wäre toll. Lassen wir die Kleinen einfach mal ein bisschen arbeiten. So, du stehst einfach nur hier rum und machst nichts. Lass mal gucken, haben wir noch irgendwo Metalle? Eher hier drüben. Ja, wobei, das sind halt die richtigen Vorkommen. Was da so in der Gegend rumliegt, sieht man das? Müsste man eigentlich sehen. Wenn ich hier irgendwo... Hier, 9 Metalle, aber kein Symbol dafür. Das heißt für mich, dass der Rover da was machen kann und in dem Sektor ebenfalls. Okay. Und da liegt das Zeug. Einsammeln und dann darf er hier oben noch mal ein bisschen eine Runde drehen. ...13 nicht funktionierende Gebäude. Ah, logisch. Staubsturm, da ist viel abgeschalten. Auch unsere Moxies ruhen in der Zeit. Wie sieht's aus? Wir haben... Die Tanks sind alle voll. Und die verringern sich relativ langsam. Also ich würde sagen, 2 Tage kommt die Kolonie auf Batterie aus, in Anführungszeichen. Das sollte klappen. Die Rampe scheint fertig zu sein. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Stromnetz zusammenlegen können. Während im Staubsturm produzieren die nämlich mehr. Und dann haben wir keine Stromprobleme. Ich werd deppert, das funktioniert. Es ist zwar schief und krumm im Moment, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Auf der Rampe passiert sonst eh nichts. Wir könnten die Rampe vielleicht auch noch ein bisschen okay, bauen können wir auf der Rampe sonst nichts. Nicht mal diese Mauerstücke. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass wir das vielleicht ein bisschen optisch anpassen können, dass wir genau sehen, in dem Bereich hier ist die Rampe und so funktioniert das, aber das ist erstmal okay. Unser Sterling ist zu, ja? Ja. Nicht, dass der jetzt im Staub jämmerlich krepiert. Ah, uns fehlt noch ein bisschen Metall, deshalb. Ich wollte gerade sagen, wie kommt diese kleine Drohne hier hoch? Aber die legen das nicht mehr da hoch. Die packen es einfach dazu. Wird halt nur nicht mehr angezeigt. Naja. Gut, das sieht so aus, als wären wir jetzt verbunden. Stromerzeugung 150, Strombedarf 120. Das sieht doch schon fast ein bisschen vernünftig aus. Gespeicherter Strom haben wir auch. Kapazität 600. Gucken wir dann mal. Dann müsste man als nächstes am besten Dave noch mit ins Netz nehmen. Ja, logisch, dass hier jetzt ein Leck entsteht. Mann, da geht jetzt eine Menge Zeug drüber. Wenn wir die Windkraft jetzt auch noch ins Netz nehmen, läuft es mit Dave ein bisschen besser. Und sind wir ehrlich, so viel Strom braucht Dave auch nicht. Und inzwischen traue ich unserem Dave ein bisschen. Also nehmen wir den auch noch mit ins Netz. Dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Reißen wir die Tunnel ab. Gilt für beide, sind beide markiert. Soweit, so gut. Du pausierst schon wieder, das hast du eingesammelt. Ja, gelegentlich denke ich dran, da unten auch mal hinzugucken. Okay. Ziel Nummer 1, Rampe, erledigt. Ziel Nummer 2, Netze verbinden, erledigt. Ziel Nummer 3, Rakete bauen. Sind wir dran? Es fehlt noch ein bisschen an Metall. Aber das kriegen wir hin.
Wo ist ein Stromnetz durchtrennt? Ah. Wegen Tunnel, der abgerissen wurde. Aber wir haben jetzt hier eine Verbindung. Das sollte laufen. Dann können wir hier ein bisschen was ausschlachten. Die brauchen wir nicht mehr. Und hier drüben passt es soweit. Alles klar. Dann räumen die Drohnen jetzt noch ein bisschen auf hier unten. Das passt. Dann könnten wir hier unten eigentlich noch ein paar Windkrafträder aufstellen. Ich bin gerade irgendwie auf Windkraft in dem Durchgang. Drüben ist ein Leck, aber ich glaube, das wird schon repariert. Oder macht der? Der hat das hier gemacht. Wo ist das Leck? Das läuft hier. Aber da ist auch schon eine Drohne dran. Kirche der neuen Arche. Viel Nahrung für wenig Metall. Na. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht eine Versorgungskapsel holen. Die könnte Elektronikteile holen, die könnte Nahrung bringen und die könnte Maschinenteile bringen. Sicher ist sicher. Ich glaube, wir können genug Nahrung produzieren, aber warum was riskieren? Und Maschinenteile. Elektronikteile. Nehmen wir das noch mit. Auf geht's. Ist auf dem Weg. Sehr schön. Und du bist gestoppt, weil du voll bist. Und das darf er doch mal gleich hier reinladen. Ich weiß, hier wäre es erstmal vernünftiger, aber die Drohnen werden es auch direkt zur Rakete bringen, denke ich. Da fehlt der Strom. Okay. Wo haben wir dich? Hier. Und auch dafür wird dann gleich das Metall genutzt, das der Kollege hier bringt. Igitt. Blue Sun hat eine Anomalie gescannt, das finde ich schön. Staubsturm nur noch 9 Stunden, das finde ich fantastisch. Wie sieht's aus mit Sauerstoff? Verbrauchen wir mehr, das liegt jetzt an dem Leck, aber wir sind immer noch richtig gut aufgestellt. Und wir haben eine Menge Tanks inzwischen. Das läuft also. Wieder ein gescannter Sektor, da können wir nochmal gleich 2 dranhängen. So, das waren jetzt die richtig felsigen Gebiete. Hier haben wir nur 5% bebaubares Gebiet, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber jetzt kommen wieder die flacheren Gebiete. Hier erwarte ich, dass jetzt auch mal wieder Anomalien und einige Rohstoffe auftauchen. Nicht, dass wir die jetzt schon nutzen könnten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir hier runter einen Tunnel bauen könnten. Ich könnte mir mal gucken. Es ist einfach nur zu weit von einem Drohnenkommandanten entfernt, aber theoretisch. Müsste mal gucken. So, Staubsturm noch 2 Stunden. So lange wartet die Kapsel einfach noch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Probleme macht, ob das überhaupt geht. Aber das sollte klappen. Wir sind jetzt schon wieder bei 24 Nahrung. Nahrung ist nicht mehr hier gelistet. Wir bringen trotzdem welche, sicher, sicher. Wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem, was wir haben, genug Nahrung für die Kolonie produzieren können. Aber hier geht es um Menschenleben, wäre einfach blöd, da was zu riskieren, nur weil man Ego hat. Das passiert in der echten Welt genug, das brauche ich hier nicht auch noch. Okay, die Stromnetze sind soweit aufgebaut, alles ist verbunden und wir verlieren gerade 28 Strom. Nicht gut. Liegt aber an dem Leck, größtenteils. Was wir machen können, wir können den Stirling-Generator öffnen. Dann arbeiten wir da noch ein bisschen gegen.
Ich meine, der Staubsturm ist inzwischen vorbei, das ist kein Problem. Batterien sind auch gefüllt, mache ich mir keine Sorgen. Wenig Metall. Aber durch die Kapsel sind die anderen Sachen jetzt alle mal wieder richtig gut. Das heißt, noch 4 Metall und die Rakete ist soweit am Machen. Da sehen wir dann gleich, ob die auch hier so lächerlich grün gestrichen wird. Wenn diese Theorie stimmt, dass das eine brasilianische Tarnrakete für den Dschungel ist, dann müsste die jetzt rot werden, verflixt. Weil es eine brasilianische Tarnrakete wird. Aber ich glaube, die grüne Farbe ist irgendwie dabei. Landschaftsbau schauen wir uns gleich an. Möchte ich nur noch sehen, dass die Rakete fertig wird. Und dann haben wir richtig was gerissen heute. Und damit erreichen wir endlich mal 3 Ziele in einer Episode. Das wäre wupp wupp. Na also, wir haben eine neue Rakete und wir haben keine 3 Milliarden dafür bezahlt. Richtig klasse. Kann ich Raketen verkaufen? Exporte zulassen, verbieten. Ja, das ist nicht ganz das, was ich wollte. Auf eine Expedition schicken. Das können wir uns auch mal angucken bei Gelegenheit. Sieht nicht so aus, als könnte ich die verkaufen. Schade. Sonst hätte ich jetzt angefangen, Raketen zu produzieren. Wenn ich die für 3 Milliarden ist übertrieben, aber im Normalfall, wenn man was kaufen kann in einem Videospiel, kann man es für 50% des Werts verkaufen. Also anderthalb Milliarden pro Rakete wäre auch noch okay. Blöderweise geht das nicht. So, Forschung. Wir hatten das hier. Nein, das hatten wir schon. Wir hatten das hier. Umweltbewusster Landschaftsbau. Das Geländeniveau mithilfe des Landschaftsbaus zu erhöhen, kostet weniger Gesteinsabfälle. Das Gelände mithilfe des Landschaftsbaus abzusenken, erzeugt mehr Gesteinsabfälle. Fantastisch. Ein Magnetfeldgenerator verringert den Verlust von Atmosphäre, der durch ein fehlendes Magnetfeld ausgelöst wird. Das klingt extrem wichtig, um Sonnenstrahlung ein bisschen zu filtern. Ich habe gehört, ein Magnetfeld ist toll dafür und erzeugt auch Aurora Borealis. Aha. So eine Maschine hätte ich auch ganz gerne. So, Kernwärme-Konvektor. Ich glaube, wir könnten bei Gelegenheit dann mal anfangen mit Terraforming. Aber Ingenieurwesen ist ebenfalls enorm wichtig, denn ich will ja eine mittlere Kuppel. Wir forschen hier schon, quasi mit brennenden Füßen, so schnell es geht. Durch das zufällige Mischen könnte es sein, dass wir die großen Kuppeln zuerst haben. Müssen wir sehen. Den Platz lasse ich vorerst mal leer. Einfach im Hinblick darauf, was wir als nächstes freischalten. Ich hoffe darauf, dass wir relativ schnell an die mittleren Kuppeln kommen. Aber ich denke, wir haben auch noch ein paar Episoden Zeit. Und wenn das mit dem Abreißen und Wiederverwerten ein Hinweis ist, dann, dass das Spiel mitspielt, wenn ich was will. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Du, mein lieber Kamerad, darfst eigentlich gleich mal wieder lostuckern hier. Und Metalle einsammeln. Metalle brauchen wir so ein bisschen. Und was wir auch noch brauchen, ist mehr Personal. Vor allen Dingen brauchen wir demnächst dann Ingenieure, wenn wir diese Produktionsgeschichten anleiern. Wir haben wenig Wasser. Wir erzeugen weniger Wasser, als wir verbrauchen. Wie kann das denn sein? Wasserextraktor. Du produzierst 2,7. Gesamtbedarf 2,7. Du bist also am Limit. Du bist auch am Limit. 2,7 und 2,7 ist ungefähr 5,4. Wassererzeugung 3,7. Wasserbedarf 4,2. Wie gibt 2,7 plus 2,7 3,7? Also ich bin nicht gut in Mathe und ich mache dienstags auch kein Mathe, aber da stimmt was nicht. Selbst wenn man das nur grob überschlägt, kommt das nicht ganz raus. Ah,
Wäre natürlich eine Sache. Haha. Nehmen wir mal an, die Moxis verbrauchen Wasser, das in Sauerstoff umgewandelt wird. Nur mal so eine Idee. Und das wird nicht bei Wasserbedarf hinzugerechnet, sondern bei Wasserzeugung direkt abgezogen. Das wäre blöd. Das hilft überhaupt nicht bei der Übersichtlichkeit. Außerdem braucht es kein Wasser, das braucht Strom. ...2,7... und 2,7. Ich komme da... Ah, stopp! Da, das ist das Wassernetz. Wir erzeugen insgesamt 2,7. Wasserzeugung 1,1 von 4. Warum machen wir hier so wenig? ...1,1 und der produziert... 1,6. So wird was draus. Das ist Mathe. So kommen wir auf 2,7. Der hätte 6 als Kapazität. Ich meine, den könnten wir aufrüsten. Dann produziert er hoffentlich ein bisschen mehr. Das könnten wir hier eigentlich auch machen. Zweifelsfall holen wir noch eine Rakete mit Maschinenteilen. Das sollte dann klappen. In der Hoffnung, dass das dann läuft. Okay, Rakete pulsiert, die will weg. Die ist auch komplett betankt. Warum nicht? Ich wollte mal gucken, in der Beschreibung vom letzten Video wurde mir erklärt, dass ich Handel erstellen kann. Moment. Planetenansicht. So. Wie können wir es machen? Verdeckte Operation. Drohnen stehlen, Technologie stehlen, Kolonisten rekrutieren, Gebäude sabotieren. Na, das ist doch Pillepalle. So, lass mal gucken. Handel beginnen, Ressourcen anfordern. Okay, so wird da nichts draus. Ich gehe mal ganz kurz spicken. Sekunde. Okay, das war so einfach. Da konnte ich gar nicht drauf kommen. Wir lassen es mal kurz pausiert. Hier haben wir eine Handelsplattform. Und da können wir jetzt sagen, was wir wollen und was wir wegschicken. Importressource. Ich hätte ganz gerne... Gesteinsabfälle, nicht den ganzen Mumpitz. Was soll denn das? Ach Mann. Und Export? Ach Mann. Wir können nicht mal Edelmetalle exportieren, wenn wir das wollten. Wir könnten nicht mal Treibstoff exportieren. Okay, vom Rest produzieren wir einfach nicht genug, dass ich da jetzt einen Handel will. Das finde ich ein bisschen schade. Es wäre eigentlich fantastisch, wenn wir da noch mehr Möglichkeiten hätten. Also ich will jetzt nicht hier... Also nicht unbedingt, einen Sklavenhandel aufmachen, dass man anfängt, Kolonisten zu handeln oder Leiharbeiter oder wie auch immer man die nennen will. Aber solche Geschichten wie Gesteinsabfälle, die bringen China und der Arche überhaupt nichts. Ja, die können sie verflüssigen und schnickschnack, aber wir können daraus richtig dick Geld machen. Nehmen wir mal China. Ich glaube, die haben irgendwas um die 21 Millionen pro Edelmetall. Nehmen wir jetzt mal an, ich biete denen 25 Millionen. Dann hätte China einen richtigen Grund, mir die Edelmetalle zu verkaufen, weil die bei mir mehr Geld kriegen als bei ihrem Sponsor. Und ich kann die Edelmetalle immer noch besser an meinen Sponsor verkaufen, so haben alle ein Geschäft gemacht.
Und das bringt mich zum nächsten Thema. Ich weiß, da ist nichts angekündigt oder in der Mache. Nichts, von dem ich weiß. Ich habe auch danach gesucht, ich konnte nichts finden. Aber da wir ja jetzt im Prinzip mehrere Kolonien auf dem gleichen Planeten haben, wäre der nächste logische Schritt in meinen Augen ein Multiplayer. Was hindert uns daran, eine Lobby zu haben mit 4 Spielern? Oder mit bis zu 4 Spielern? Jeder sucht sich einen Sponsor aus und eine Location und dann baut jeder seine Kolonie. Und dann kann man eben mit verdeckten Operationen, mit Kontakt, mit Diplomatie, mit Handeln und so weiter zusammenspielen. Das klingt für mich erreichbar, als wären wir nicht mehr arg weit davon weg. Zugegeben, es ist nichts in der Mache, es ist nichts angekündigt. Das ist nur mal wieder so eine Schnapsidee von mir. Und nicht jedes Spiel braucht einen Multiplayer-Modus. Surviving Mars macht eine Menge Spaß solo. Überhaupt kein Problem. Niemand würde einen allerdings dazu zwingen, Multiplayer zu spielen. Und wir sind jetzt schon wirklich nah dran. Der nächste Schritt, daraus Multiplayer zu machen, das ist echt nicht weit, glaube ich. Ich meine, man müsste nicht mal großartig Daten hin und her schieben. Ich sehe zwar, dass da andere Sponsoren sind, aber ich kann mir deren Siedlung, glaube ich, nicht angucken. Ich wüsste nicht, wie. Ich kann da nicht reinzoomen. Ich habe da keine Möglichkeit, mir die Kolonie anzusehen. Also da müssten nicht mal viele Daten synchronisiert werden. Es wäre einfach nur diplomatischer Kontakt und Handelskontakt. Und wenn man dann diese Handelsgeschichten noch ein bisschen ausbaut, noch ein paar extra Ressourcen hier reinmacht, meinetwegen Edelmetalle, Gesteinsabfälle, Treibstoff. Ein anderer Spieler, der wirklich Probleme hat, seine Rakete zu betanken, weil er vielleicht, was weiß ich, seine Treibstoffraffinerie wurde von einem Meteor getroffen und er muss jetzt unbedingt eine neue Sache anfordern von der Erde, damit er da was machen kann, aber seine Rakete ist gerade hier, weil er Personen hier hochgeholt hat. Der ist dann echt in einer Zwickmühle, der braucht dringend Treibstoff, damit er die Rakete zurückschicken kann und auf die Beine kommt. Dann ein Handel über Treibstoff wäre doch keine blöde Sache. Das ist mal wieder so eine Schnapsidee von mir. Und da sehe ich eigentlich Potenzial für die Zukunft. Da würde mich eure Meinung auch mal interessieren. Das heißt, ihr habt eine Menge Kommentare zu schreiben. Zum einen, wie blöd meine Idee mit dem Multiplayer ist. Und zum anderen, ob wir eine Zylinderkuppel bauen wegen dem Platz oder ob wir auf die mittlere Kuppel warten wegen dem Spitzengebäude. Da gucken wir mal. Ich würde sagen, in der nächsten Episode schicken wir die Rakete mal zurück. Dann können wir nochmal ein paar Rohstoffe mitbringen, wenn wir die zurückholen. Sollte eigentlich gehen. Personal erst, wenn die neue Personalkuppel steht. Wir sind im Moment ziemlich ausgebucht. Und ich habe ja gesagt, wir machen in Zukunft wahrscheinlich größere Umbauarbeiten. Ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Nächste Episode, dann großes Ziel Energie. Da bauen wir hier unten aus. Vielleicht bauen wir auch noch Wasserproduktion ein bisschen aus. Und wenn alles klappt, machen wir vielleicht noch einen kleinen Außenposten. Und zwar schwebt mir vor, ein bisschen am Rand irgendwas zu machen. Vielleicht hier hinten, da haben wir Wasser. Und da könnten wir dann ein paar Gebäude bauen in Sachen Terraforming. Damit würde ich dann auch mal ganz gerne anfangen. Da müssten wir dann aber noch ein bisschen was an der Forschung machen. Ihr seht, auch in der nächsten Episode haben wir viel zu tun. Für heute haben wir das Ziel erreicht und deshalb Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.